Neue Satellitenaufnahmen legen nahe, dass Russland das nächste großflächige Bombardement auf die Ukraine plant. Aufnahmen der Unternehmen Maxar und Planet Labs vom 28. November zeigen, dass auf dem russischen Militärflughafen Engels zwei Bomber in Stellung gebracht werden. Das nächste große Bombardement der Russen könnte also nur noch eine Frage der Zeit sein. Man ist in der Ukraine momentan jeden Tag darauf gefasst, dass der nächste große Luftangriff kommt, betonte Gustav Gressel. Zuletzt hatte es Mitte November massiven Beschuss mit über 100 Raketen gegeben, durch den 10 Millionen Ukrainer zwischenzeitlich keinen Strom mehr hatten. Militärexperten vermuten, dass die Heizungsstruktur angesichts der sinkenden Temperaturen das nächste Ziel der russischen Angriffe sein könnte. Neben den Bombern des Typs Tu-95 und Tu-160 seien auch Transportflugzeuge, Treibstoff und Munition erkennbar. Die Anzahl der Flugzeuge auf dem Stützpunkt ist ungewöhnlich hoch. Es ist vor diesem Hintergrund in der Tat plausibel, dass ein Angriff bevorstehen könnte, so Frank Sauer, Münchner Universität der Bundeswehr.